Ich bin heute mal wieder ganz im Norden Mallorcas. Bei 33 Grad nähert sich der Abend. Wir haben immer noch, also Höchsttemperaturen waren hier in der Ecke 33 Grad. Jetzt haben wir immer noch mollige 31 Grad. Ich nähere mich Pollença und es geht durch Pollença hindurch nach Cala San Vicenza. Das hört sich schon mal großartig an und dieser Ort, das kann ich versprechen, liegt auch großartig, ist nicht zu groß, hat zwei wunderschöne Buchten, hat einige große Hotels, ein paar Straßen und viele gute Restaurants und ja, da geht's hin und ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgis Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man halt in dieser Ecke unterwegs ist, dann möchte man eigentlich nach Pollença bzw. Porto Pollença. Vor kurzem ja mal vorgestellt, schaut gerne mal rein in die Videos, wer das verpasst hat. Porto Pollença, ein Wahnsinnsort. Für mich geht es jetzt hier aber links ab Richtung Cala San Vicenza. Und ja, warum? Wie kam es dazu? Ich habe vor kurzem aus dem Fenster mal wieder geschaut, aus dem Flugzeug. Wir sind hier rüber geflogen. Und kenne natürlich alle anderen Orte hier ringsherum, die größeren. Aber ich dachte, Mensch, da liegt ja noch was im Verborgenen. Und dass ich das letzte Mal hier war, das ist schon lange her. Und da fiel es mir so auf, am Rand des Tramontana-Gebirges, wo du gar nicht mehr... Denn hier fängt es ja an, die MA10 beginnt ja hier in Pollença und führt ja bis nach Andraj. Und dann denkst du gar nicht daran, dass hier noch ein Ort im Verborgenen liegt. Wir müssen ein paar Kilometer fahren, bis an die Küste zu kommen. Und diese engen Straßen fährt man natürlich nicht so gerne, gerade wenn viel los ist. Deswegen habe ich auch heute wieder den Abend gewählt, weil ich hoffe, dass ich dann einen Parkplatz kriege, dass nicht ganz so viel los ist. Ich weiß, dass die Hotels dort ziemlich gut gebucht sind. Naja, und was dieser Ort zu bieten hat, das schauen wir jetzt uns an. Wir hatten heute einen Sonne-Wolken-Mix, überwiegend sonnig, wie gesagt, warm sowieso auf Mallorca. Da oben sehen wir ein paar Wolken. Und das Meer hier ist natürlich sagenhaft. Davon können wir uns jetzt gleich überzeugen. Man kommt übrigens auch mit dem Bus hierher, gar kein Problem. Aus allen größeren Orten. Über Pollença kann man hierher kommen.
Und da ist es schon doch wirklich viel schneller, als wie man es so erwartet. Man denkt, man muss hier irre lang fahren. Nee, hier beginnt schon der Ort und es ist ein Katzensprung bis an den Strand. Am Tage hier die Parkplätze richtig gut belegt. Und jetzt hauen natürlich viele ab und fahren in ihr Hotel, fahren in einen anderen Ort, wo sie jetzt gerade sind, haben nur mal einen Tag verbracht, ein paar Stunden verbracht hier, schöne Stunden. Und das ermöglicht mir natürlich, einen Parkplatz hier zu finden, da bin ich mir ganz sicher. Schöne Palmallee hier. Ein tolles Hotel hier rechts. Ja, und hier an der Baumreihe entlang sind noch einige Parkplätze frei. Auch in den Seitenstraßen hat mir die Möglichkeit. Überall ist hier kostenfreies Parken. Was will man mehr? Besser geht's nicht. Wie man sehen kann, kann man hier auch ganz nett wohnen und ja, das ist bestimmt gar nicht schlecht. Im Winter ist das hier natürlich sehr, sehr einsam. Da ist natürlich viel geschlossen, aber wer diese Einsamkeit liebt, auf nach Cala San Vicenza. Und auf mache ich mich jetzt zur Cala Baques. Das ist die erste Bucht, die wir da gerade vor uns sehen.
von Palma hierher fährt man übrigens eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Da ist Palma. Und da oben sind wir. Ganz an der Spitze rechts oben ist das Kap Formentor, also gar nicht weit von hier. Eine Boots- oder Schifffahrt von hier muss richtig Spaß machen, wenn man hier um die Felsen schippern kann. Bestimmt auch öfter mal hoher Wellengang hier, weil hier geht's gleich raus ins offene Meer. Hier oben sehen wir ein paar Hotels, überall große Hotels in diesem kleinen Ort. Also mir ist jetzt schon richtig heiß und das am Abend. Also hier weht zwar eine leichte Brise, wie man hin und wieder hören kann. Die ist auch echt erfrischend, aber es ist sehr, sehr heiß und wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Hier ist für den Abend schon alles eingedeckt, der Weg noch versperrt, hier geht es später los, wenn die Sonne untergeht. Wenn man hier rauf geht auf den Berg, hat man übrigens einen richtig schönen Sonnenuntergang. Je nach Jahreszeit kann man es dann auch von verschiedenen Stellen beobachten, das schöne Schauspiel. Hier links eine Privatterrasse. Die gesperrt ist nur für die Besucher hier. Auch hier ist alles hergerichtet für die Gäste, die da kommen mögen. Ein junger Mann bläst da noch mit seinem Laubsauger alles, was dort rumliegt, weg. Ja, und hier sehen wir diese wunderschöne Bucht, diesen wunderschönen Strand. Hier hält sich die Wärme noch richtig. Sehr familienfreundlich. Der Ort fällt gleich auf. Viele Kinder, die hier rumlaufen und viel Spaß haben.
Viele Leute noch im Wasser. Klar, bei Wassertemperaturen von 27 Grad ist natürlich sagenhaft. Ja, und da geht's raus aufs weite Mittelmeer. Es gibt übrigens einen Fußweg, der hier herumführt. Und dieser führt zu einer weiteren Bucht. Und zwar ist das die Calacabó. Und auch die ist sehenswert, die werden wir uns am Ende des Videos noch anschauen, kurzen Blick darauf werfen. Auch dort gibt es ein großes Hotel, das Coop Hotel Molens. Also ist nach der großen Bucht dort, nach dem Meer benannt. Das nennt sich da Cala Molens. Ein Augenscheinname stellt man der fest. Strand das war hier. Mega. Vorne an das die Calabaquès, hätte ich keine Kamera in der Hand. Und weiter raus nennt sich das Cala Clara. Ja, und jetzt geht es gleich noch zur Calacabó. Von hier oben, wo ich jetzt stehe, von hier fährt übrigens auch der Bus, deswegen stehen hier immer einige Leute rum. Wer Lust auf Klettern hat, kann hier die Berge hochkraxeln. Der Bürgermeister von damals. Hier sehen wir, was wir für Wind haben. Ich hoffe, es ist noch zu ertragen am Mikro. Also Meer und Wind gehört zusammen. Ja, das ist die Calabaquès gewesen. Und jetzt geht's zur Calacabó. Und da fahren wir mit dem Auto hin. Man hätte außen rumgehen können, aber wir gucken uns jetzt hier nochmal ein paar Straßen an, sehen ein bisschen mehr vom Ort. Thank you.
Auch hier ist das Parken überall kostenlos, also hier am Straßenrand. Vorne am Meer werden wir noch einen größeren Parkplatz vorfinden. Alles sehr großzügig hier gestaltet, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, so ein kleines Paradies vermutet man hier gar nicht. Das sind ja entlang der Küste hier am Tramuntana-Gebirge eher so ganz kleine Orte, die man hier vorfindet. Aber dass man hier ein Hotel in der Größenordnung hat und nicht nur das eine, sondern mehrere, das ist schon krass. Aber ein wirklich sehr, sehr schöner Ort. Ja, bleibt mir nur noch, mich für hier und heute zu verabschieden. Freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, unterstützt gerne den Kanal mit eurem Abo oder einem Daumen nach oben. Ich sage für hier und heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Euer Jörg. Servus.